Einsame Strände, warmes Wasser und nie endende Wellen. Für Wellenreiter ist Robertsport im westafrikanischen Liberia ein Paradies. Die Gegend nahe der Grenze zu Sierra Leone hat sich unter Liebhabern als Geheimtipp herumgesprochen. Sean Brody aus den USA hat hier vor einigen Jahren eine Surfschule aufgemacht. Es ist malerisch und ziemlich anders als das, was die meisten Leute sich vorstellen, wenn sie Liberia hören. Der jahrelange Bürgerkrieg ist wohl das, was viele Menschen mit Liberia in Verbindung bringen. Zerstörte, leerstehende Häuser prägen hier immer noch das Bild. Aber gut 10 Jahre nach Ende des Konflikts gibt es einen zaghaften Aufschwung. Hier entsteht Infrastruktur um jede Art von Tourismus herum. Meine persönliche und berufliche Meinung ist, dass der Surftourismus eines der wenigen Zugpferde ist. Aber ich glaube, der Tourismus kann noch wachsen. Hinzukommen ins Surfparadies ist nicht einfach. Von der Hauptstadt Monrovia geht es rund 100 Kilometer über unbefestigte Straßen. Restaurants oder Hotels gibt es bislang kaum. Besucher sind immer noch selten. Woanders hat man Glück, wenn man mal allein ist. Hier hat man Glück, wenn man mal jemanden findet, mit dem man zusammen surfen kann. Manche Surfer würden es am liebsten sehen, wenn die Gegend unberührt und einsam bliebe. Die Einwohner allerdings hoffen auf mehr Besucher, um nach Jahren des Bürgerkriegs dem Elend zu entkommen.